Welcome to Beehive Visitors. I am Drone Queen Mahira. Commander Machete is approaching and will be available soon. Please stay connected to your server. The conference will begin in a few minutes. Here you can see some of our available ships and associated technologies. Our war services will give you a special satisfaction. Our company is versatile and offers you and your union tailor-made solutions at any time. Our motto is, only living customers are satisfied customers. Our research facilities and security companies always guarantee the latest technology and you a sense of security. The seatbelts are for your own safety only and will be released as soon as the conference is over. We politely remind you that carrying weapons will result in your elimination. Thank you for your attention, and on behalf of Beehive, I wish you good entertainment. Freunde, ich begrüße euch zur Besprechung der neuen Patch Notes. Der Pilotserver ist seit heute Morgen offline gegangen. Gestern war somit der letzte Tag. Ich wollte zwar eigentlich noch die letzten Combat Logs posten, habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Nichtsdestotrotz, der neue Patch mit den Änderungen ist live gegangen. Die können wir auch direkt mal durchgehen. So. Wir gehen hier mal hier auf Englisch durch. Das ist die eindeutig bessere Übersetzung. Auf die meisten Änderungen war ich ja schon eingegangen. Hier sind noch ein paar interessante Informationen dabei. Die man vorher jetzt nicht so einfach gesehen hat. Also grundsätzlich ein paar Sachen, die sehr interessant sind, die wir uns ja schon damals gefragt haben. Dieses Feature, mit dem man die Systemverbesserungen in den Blueprints freischalten kann, ihr erinnert euch, das war unten rechts in der Ecke. Ich bin jetzt gerade im Hub, deswegen kann ich euch das nur bedingt zeigen. Thematisiert ist aber quasi die Änderungen, die es hier unten rechts gibt. Da gibt es ja einmal diesen 5% Flatout Damage. Na, so, das funktioniert hier im Hub auch nicht. Und dann gibt es die System Adjustment, womit man dann zum Beispiel hier die Hitrate oder bei den Strategien noch weiter verbessern kann. Diese Sachen hier, die Verbesserungen, die da reinwandern, die sind permanent. Heißt, wenn ihr diese Verbesserungen einmal drin habt, dann bleiben die auch. Es kann sein, dass ihr in jeder Season grundlegend diese Sachen hier freischalten müsst, wie diese 5%. Vielleicht sind die auch permanent,
kann man jetzt so noch nicht sagen, aber diese Verbesserungen, die hier reinwandern, sind es auf jeden Fall. Ihr seht auch, dass das nicht gerade billig ist. Und die Skillkarten sind auch reduziert worden. Das heißt, an den Städten könnt ihr die nicht mehr kaufen. Die Info hatte mir heute Terra Melania gestreut, da ich da ja auf dem Server noch nicht nachgucken konnte. Was ich weiß, ist, dass ihr über die 10.000er Kisten die natürlich kriegt oder über die 20.000 UE-Coin Weapon Tech Files. Da habt ihr auch eine Chance, dass da höherwertigere drin sind. Aber an den Städten gibt es die nicht. Die gibt es wohl nur noch über Quests. So, wir können ja auch noch mal kurz reingucken. Hier seht ihr es auch, was drin sein kann. Und da seht ihr auch die hochwertigen mit dabei. In den UE-Coin-Kisten ist das gleiche. Hier seht ihr auch, die können ja auch drin sein. So, und logischerweise auch in den Black Market Tech Files. Wer sich gefragt hat, wo man diese saisonalen Karten herkriegt, also, ich gehe erstmal kurz darauf ein, wo ihr die herbekommt, dann können wir hier direkt auch mal gucken. Die könnt ihr übrigens hier auch kaufen. Ne? Also die tauchen dann quasi, sobald ihr in dem jeweiligen System seid. Könnt ihr die hier unten kaufen, auch in diesem Menü. Da bezahlt ihr dann natürlich mit Waffentech-Karten. Dazu eine kleine Info. Ihr seht ja, dass die in Rarität von 1 bis 5 unterteilt sind. Bedeutet auch zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel im Node-System wenn ihr diesen Node-Modus spielt, dann könnt ihr diese Distant Wind-Karten kaufen, also mit dem ihr die Schiffe in die jeweiligen Reihen verschieben könnt. Die kosten insgesamt 50 Punkte. So, und diese Raritäten sind auch gleichzeitig die Werte. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel diese 50 Punkte entweder mit 10 Rarität 5 Karten kaufen. Oder mit 50 Rarität 1 Karten. Na, ich denke, ihr versteht den Sinn und Zweck dahinter. Diese Karten könnt ihr aber auch nur ganz begrenzt kaufen. Ihr könnt nämlich davon nur maximal 2 Stück kaufen und danach ist das Thema durch. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Patch Notes. So. Gehen wir hier mal gerade durch. Wie gesagt, das ist dieses System Enhancement. So, was steht hier? Added Privateers Technical Preparation in Galactic Events. Okay, bedeutet, Piratenflotten tauchen auf. Und diese Flotten kann man dann zerstören, um Weapon-Tech-Karten zu kriegen. So, das ist scheinbar ein komplett neues Event. Jeden Freitag ab 18 UTC. Ergo jetzt noch in der Sommerzeit um 20 Uhr. Respektive in der Winterzeit dann um 19 Uhr. Jeden Freitag fängt das an und dann hat man da quasi 48 Stunden, sprich, das geht das ganze Wochenende. So, Trading Post, Gameplay Updates. So, es gibt neue Items, die man für UE-Coins an den Handelsposten der Städte kaufen kann. Combat Microchips für verschiedene Schiffe. Ah, okay. Ore Refining Crates. Man hat ja immer mal in diesem Menü gesehen, wo man die Sachen refinern konnte. Das ging ja bisher nicht. Habe ich jetzt in dem Update aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen. So wird sich dann regelmäßig ändern. So, eine sehr gute Änderung, die lange überfällig war. In den
Boxen, die ihr für UE-Coins kaufen könnt, können jetzt auch, das hab ich gesehen, das können wir gleich vielleicht noch nachgucken. Das sind jetzt diese Generic-Boxen 2.0. Da gibt es jetzt auch mit einer 10%igen Chance Tech Points für die generischen Schiffe. Sprich CV3000, SC59, KCCPV, K066, AC721 und so weiter. So. Genau. Hier steht es auch Generic Tech Files 2.0. Da ist dann auch Tech Points für CVT-800 drin. Also ihr habt da nicht einfach nur irgendwie Tech Points für Destroyer oder Korvetten oder so, sondern die sind dann speziell für die jeweiligen Schiffe drin. So, added a Weapon Tech Restoration Feature. So, Weapon Tech with Rarity Levels of 4 or higher can be restored. And you will receive Weapon Tech with. Ah, okay. Das heißt, man kann. Wobei, wer hat denn von den Großen schon zu viel? Aber ist egal. Man kann die wohl eintauschen gegen eine höhere Anzahl von Tech-Karten 1 bis 3. So, und man kann es bis zu 10 Mal am Tag machen. Gut. Ja, also ich selber habe jetzt nicht allzu viele davon, aber wir werden uns das im Laufe der Season mal angucken müssen, wie sich das dann auswirkt. Also, Weapon Tech Icons sind angepasst worden. Man sieht, die höheren sind jetzt farblich getrennt von den Rarity 1 bis 3 Karten. Oh. Okay. So, ansonsten. So, added a reminder for the estimated arrival time of the fleet. Okay. Ja, gut, da ist dann eine Erinnerung, wann die Zeit, wann die Flotte ankommt oder was. Naja. Okay. Optimized to display rules of acquisition records. Okay, da geht es dann auch nur um die Serverziele. So. Ah, Sparkle wird Strategien mit uns teilen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das wird uns alte Hasen natürlich wahrscheinlich von den Socken hauen. So, hier geht es jetzt um diese Star System Limited Tags, die ich eben angesprochen habe, zum Beispiel diese Karten, die man dann nutzen kann, um zum Beispiel die Schiffe in den Rhein zu verschieben oder zum Beispiel mehr Energie, Widerstand und so weiter. Bei denen ist es tatsächlich so, dass man die sind tatsächlich nur für den jeweiligen Modus nutzbar und sobald man ins Hub zurückgeht, sind diese Verbesserungen weg. Das macht es also unmöglich, ein paar Kombinationen, wie wir sie auf dem Pilot-Server hatten, so umzusetzen. Zeige ich euch gleich aber auch. So, jetzt gehen wir erstmal auf die einzelnen. Da steht hier auch: Star System Limited Tags will be removed after Explorers relocate from the Star System. Also, wenn ihr in den Hub zurückgeht. So, im Modus Dawn Exploration Agreement 2.0, also sprich quasi die Starterkarte nur dann für die Veteranen, gibt es folgende Tag, diesen Zusatzbonus für den K066. Die Skillkarte für die Marinubium, um den Same Row Bonus zu kriegen für die Anti-Aircraft Frigate. Den Bonus für die Levi. Den Bonus für die Kuawa Torpedo.
die ich gerne auch in anderen Mods gesehen hätte, aber gut. Den Stingray-Bonus. Ja gut, Bullfrog. Den Javelin-Bonus für die Mare Serenitatis, um mehr Systemschaden zu verursachen. Und das waren auch schon die, ja, das war schon die Limited Tech, die dann in diesem Dawn Exploration Agreement verfügbar ist. Wenn wir ins Node Recovery Agreement gehen, also der Standardspielmodus, da gibt es die Distant Wind Skills, die man dann kaufen kann. Hier steht dann auch Quantity that can be exchanged in the Star System 2. Na, so, und hier ist zum Beispiel, hier kann es einmal, gut, fairerweise muss man sagen, diese ganzen Skills, die nutzt man ja auch tatsächlich nur einmal und dann braucht man sie ja eh nicht mehr kaufen. Diese hier sind leider limitiert auf jeweils zwei. Das heißt, man kann jetzt maximal dann auch zwei Blueprints in die Backrow setzen, zwei Blueprints maximal in die Front. Aber das reicht eigentlich aus, um sich ein vernünftiges Lineup zu bauen. Dann gibt es den Bonus für die Connemara Chaos im Node. Die Karte für die Spore mit der Evasion-Strat. Für die Mare Serenitatis AA. Um den Anti-Aircraft-Schaden Crit zu erhöhen. Und das war's. Ja, also das sind auch alle, die es im Node gibt. Und nicht mehr. Bei Trochit gibt es die Verbesserung, dass man Cruiser um zwei günstiger machen kann. Kann man insgesamt dreimal kaufen. Wenn man die alle in einer Flotte hat, kann man damit auf jeden Fall mehr bauen. Dann gibt es die Verbesserung für die Standard-Reliard. Die Verbesserung für die Guardian Support, womit man dann quasi den Anti-Aircraft-Schaden auf die gesamte Reihe ausweiten kann. Was ich sehr schade finde, dass es das halt auch nirgendwo gibt. Aber ja, die Modifikation für die Jäger. Und auch das war es jetzt schon. Also für Trochit gibt es tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 verschiedene Mods, was ich jetzt nicht allzu viel finde. Im Data Agreement gibt es dann diese Tank Skills, womit man dann die Schiffs-HP um 25% steigern kann. Und die Produktion dann auch um 30% mehr kostet. Starshield, womit man dann also für die Noma Support, womit man dann höhere Evasion kriegt. Dann die Energy Resistance Plating für die Aldabra. Ja, und auch das war's dann für Data. Dann haben wir hier noch für die verschiedenen Agreements Identity Agreement, so das Individualrating, also das Standardrating, was man durch zum Beispiel Abschüsse und so weiter von feindlichen Schiffen kriegt. Da gibt es dann diesen Backup Warp Drive fürs Piraten bzw. Neutral Agreement. Gibt es dann ja, den Bonus, dass man dann im Asteroidengürtel respektive im Nebel dann einen Evasion von 10% kriegt.
Und im Prospector Agreement gibt es dann dieses Sun Shield Anti-Radiation Plating, was ich persönlich eigentlich ganz interessant finde. Weil es halt diese 5% Energy Resistance mehr gibt. So. Ein ganz gutes Feature finde ich, dass man jetzt auch mit anderen Mutual Corporation Agreement Unions dann auch in einem separaten Chat schreiben kann. Das war eigentlich lange überfällig, weil bisher waren die meisten Unions, die das unterzeichnet haben, ja einfach unter sich. Wobei ich immer noch glaube, dass die meisten Spieler nicht verstanden haben, dass sie eigentlich zusammenarbeiten sollen, aber sei es drum. Ich finde das Agreement alleine schon cool, nur für die einheitlichen Skins. So, ja, dann haben sie noch ein paar Bugfixes. Ja. Exhaust Effects of some ships additional power system not displayed properly. So. Quantity and number of installed modules of the KCCPV Light Railgun Cruiser. Generic Ken and Ruby Experimental. Okay, ja gut. Das sind zwar ein paar ganz nette Bugfixes so. Aber das Beste für jeden von uns, und da gehe ich jetzt gleich noch mal kurz drauf ein. Es gibt für jeden zwei Tech Point Restoration Items. Das heißt, jeder von uns kann außerhalb der Norm zweimal Punkte resetten. Denkt dran, solange ihr noch im Hub seid, könnt ihr die Punkte zwar rausholen. Denkt bitte an den 14-Tage-Timer, sobald ihr die Items aus der Post geholt habt. Und selbst in der Post gelten die nur 14 Tage. Ihr könnt aber erst, wenn ihr wieder im System seid, die Punkte zuordnen. Das waren soweit die Patch Notes. Auf die Einzelheiten der Systeme sind wir ja schon eingegangen. Ein paar Änderungen haben sich aufgrund des Pilotservice für mich ergeben. Zum einen werde ich die Jäger nicht mehr spielen. Ich habe die Punkte hier rausgenommen. Ich werde die Punkte in die Connemara Chaos setzen. Und werde dann die Connemara Plasma wieder spielen. Weil die mittlerweile schon ziemlich gut ist. Und interessanterweise kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, dadurch, dass die Combat Logs auf dem Pilot-Server waren. Kann ich euch das jetzt leider nicht mehr zeigen. Ich habe ja das seht ihr auch in den letzten Videos, ich habe eine alternative Tankflotte gebaut, bestehend aus vier Speeren, einer Light Cone Anti-Aircraft, also mit Strategie ist in der Front, 10 Reliert Tactical Torpedo, 10 Reliert Stealth, 10 Einken Rubies, 10 Mare Tranquillitatis Puls. Ich glaube, 8 Mare Tranquillitatis Anti-Aircraft waren drin. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Ich gucke mir mal gerade einen Screenshot an. So. Achso, Xenos-Dinger Typ A, Xenos-Dinger Typ B waren beide drin und ich glaube, das war's dann auch. Mit dieser Kombination hat es bisher keine, also ich habe jetzt gegen keinen Wal gekämpft, das ist jetzt nicht Ultima Ratio, aber bisher habe ich damit gegen jede
Carrier-Flotte oder feindliche Tankflotte mit Battlecruiser, ohne Battlecruiser, 5 Carrier, 8 Carrier, immer gewonnen. Nur mit dieser Kombination, also 3 Guardians waren noch drin, Entschuldigung. So. Nur mit dieser Kombination aus hauptsächlich Fregatten, den 4 Speeren und der einen Lightcone Anti-Aircraft habe ich die Flotten alle besiegt. Weshalb habe ich die Punkte jetzt aus der Jäger rausgenommen? Ich habe mich dazu entschlossen, die Cellular Defender und die Levi nicht mehr zu spielen. Nach den aktuellen Kämpfen ist einfach, ja, hat sich einfach rauskristallisiert, dass dass diese ganzen Korvetten am Anfang des Kampfes einfach sterben. Die haben gegen die Fighter einfach keine Chance. Ich benutze tatsächlich nur noch die T-800, die Mistral. Klar, mit meiner komfortablen Lage der Solar Whales, die ich jetzt übrigens mit 16 Aircrafts bestücke. Ich trage meine ganzen Aircrafts tatsächlich nur noch in meinen Carrier mit mir rum. Und benutze stattdessen einfach wieder die Schadensschiffe. Zum Beispiel meine Main Fleet, habt ihr bestimmt auch in den Videos gesehen. Zwei Speere, zwei Lightcone Anti-Aircraft, dann vier. Und da kann man dann variieren. Da hatte ich dann drin vier Callisto Heavy Torp, sechs Chimera Heavy Cannon. Dann hatte ich entweder drin 5 Castle 66 Artillery oder 5 Highspeed. Das könnt ihr variieren, wie ihr Bock habt. Man kann statt der Callisto, kann man dann zum Beispiel auch die Connemara Plasma nehmen. Je nachdem, wie ihr die Punkte verteilt habt, was eure besser ausgeskillten Cruiser sind, das ist eigentlich sehr erfolgreich. Und der Trend, so wie ich das gesehen habe, geht sowieso dann wieder ein bisschen weg von Aircrafts. Dadurch, dass auch die Korvetten so wahnsinnig anfällig sind, braucht man die eigentlich nicht mehr spielen. Die ersten Tests, die ich hier auch gegen Terra Millenia gefahren habe, Millenia, Entschuldigung, zeigten ja im Prinzip auch, wenn ich mit einer reinen Aircraft-Flotte, und das war ja der Test, dagegen kämpfe, ja klar, der Fight dauerte dann 55 Minuten oder eine Stunde, fruchtete aber einfach nicht. Außer dass man hinterher einfach wahnsinnig Aufwand hat, wieder die ganzen Aircrafts nachzubauen, von denen man dann schlussendlich nichts mehr hat. Die Flotte ist dann aber einfach nicht mehr kampffähig. So, und durch die ganzen Schadensschiffe bringt man den Schadensboost wieder auf seine Seite. Ach so, genau. Bevor ich es vergesse, ich habe bei der Tankflotte natürlich noch 10 Noma Support Fregatten mit drin. Fällt mir gerade ein, bevor das auch wieder verloren geht. Falls ihr das genaue Setup nochmal haben wollt, schreibt mich einfach an oder lasst einen Kommentar da. Genau. So, ich glaube, soweit haben wir eigentlich alles besprochen. Falls noch irgendwie Fragen offen sind. Ihr wisst jetzt, wo ihr die Karten kaufen könnt, dass ihr die auch erst kaufen könnt, wenn ihr im jeweiligen Modussystem seid. Ihr wisst jetzt, was permanent ist, was nicht permanent ist. Wir sind die Patch Notes durchgegangen. Ihr wisst, warum ich die Jäger jetzt aktuell nicht mehr spiele. Die Predator würde ich noch nicht ausmisten wollen. Denn Fighter sind nach wie vor wahnsinnig stark. Behalte die Predator-Punkte auf jeden Fall mal drin. Weil vor allen Dingen auch bei den Solar Whale-Spielern, die
die ja auch viele, viele Korvetten einfach mitnehmen können. Dann kann man, wenn man das wirklich mal machen muss, kann man dann die Fighter auf die Predator auslagern. So, das nur als kleiner Tipp. Aber ansonsten haben die Combat Logs der vergangenen Tage eindrucksvoll bewiesen, dass man selbst mit einer hauptsächlichen Fregatten Flotte, die einfach nur von vier Speeren getankt werden oder beschützt werden, dass man damit erfolgreich auch einfach Carrier-Flotten platt machen kann. In diesem Sinne können wir jetzt hier einen Cut machen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst.